Thank you.
Thank you.
Okay. Schnell. Der Flurfunk
Korngold, Ullmann, Krennek, Eisle, Hindemith, Goldschmidt, Weil, Krasa, Schönberg, Gahl, Schrecke, Schulhof, Toch, Wachsmann, Zemlinski. A litany of names. A few of the hundreds of talented composers whose work was deliberately suppressed, whose careers ended, or who were killed simply because their race or the spirit and style of their music offended Third Reich ideology. What was lost from that time is immeasurable. A generation of incredible innovation and promise was not only abruptly curtailed, but virtually excluded from its rightful place in musical history. The best and most important examples of an extraordinary variety of musical expression. Interpreted by the finest artists and recorded to the highest standards, this revival cannot hope to do justice to the great richness of the time, but it creates a vivid panorama. Mostly written in the late 20s and early 30s, and some never publicly performed, these works all have something sinister in common. All were once condemned with the Nazis' Entartete, degenerate stamp. What should have been only the beginning of an exciting phase of musical evolution, instead fell silent under the dark shadow of the swastika. Sie bekommt wieder Sound. Okay, perfekt, passt. Aber jetzt könnt ihr mal kurz gegenchecken. Ich klatsche, schaust du mal auf die verschiedenen Kameras, wie es so soundmäßig ist. Die sind alle nicht an. Was sind alle nicht an? Okay, alles gut. Weil der Marian hat zu mir nämlich gerade gesagt, dass wenn alle Kameras auf Null stehen, dann ist es nämlich im Stream synchron, warum auch immer. Und bei Wirecast kann es asynchron sein und trotzdem ist es im Stream synchron. Das muss ich jetzt dann nochmal gegenchecken, weil der Stream, der gesendet wird, ist genau dasselbe, was wir auf dem Bildschirm im Foyer quasi sehen. Okay. Ja, ich leg dich zur Seite und sobald die Pause zu Ende ist, gebe ich dir Bescheid. Ich mach das mal weg. Was hast du vergessen? So, geht's weiter? Es geht jetzt weiter. Korngold, Ullmann. Also, wenn ich die Antwort höre, dann sind wir schon.
Stunden oder so. Wir sind vollzählig. So, jetzt nochmal einmal noch mal mit ein bisschen mehr Ruhe. Ich wollte auf eine Sache noch mal hinweisen. Und zwar ist es so, dass wir heute dieses Konzert als Testlauf machen für eine CD-Aufnahme. Der großartige Wolf Weimann, Besitzer des sehr etablierten Musiklabels Neos hier in München, hat heute Donaueschingen eingelassen, um hier zu sein. Donaueschingen ist das große Festival für neue Musik. Und Andreas Skouras ist einer seiner Lieblingskünstler, mit dem er sehr viel zusammenarbeitet. Und das Material, das der Herr Skouras hier heute Abend spielt, wird er
in den nächsten Tagen hier im Studio als CD aufnehmen. Damit das gelingt, muss man heutzutage versuchen, zum Stichwort Crowdfunding, Fans, begeisterte, musikbegeisterte, geneigte Menschen dazu zu bringen, die Aufnahmen ein klein wenig zu unterstützen. Deswegen haben wir überall diese Crowdfunding-Hinweise ausgelegt. Da läuft gerade eine Aktion. Man kann da eine ganz normale CD erstehen oder aber eine signierte CD oder verschiedene andere Dankeschöns, die man dort bekommen kann. Und mit den Einnahmen da können wir dann die, den Klavierstimmer zahlen, Tonmeister und, und. Und das ist die Idee dieser Crowdfunding-Kampagne. Und würde mich freuen, wenn der eine oder andere sich die Seite mal anschaut. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen, Andreas Kubas. Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Andreas Kuras. Ganz großartig. Ich wollte noch auf zwei Konzerte hinweisen. Am 15. November kommt ein junger Russe zu uns, Evgeny Konov. Er spielt Material aus drei Epochen, deutsch-russisches Programm. Er meinte, das fand ich toll, einer der Gründe, weshalb er unbedingt zusagen wollte, hier zu spielen, waren, dass seine Eltern und seine Familie in Moskau an dem Abend auch teilhaben können. Das fand ich ganz toll. Und für den 13. Dezember merkte sich bitte vor, Gerold Huber, frisch gekrönt, gekürter Opus, Empfänger und Preisträger. Er ist der Begleiter, langjährige Begleiter von Christian Gerhaher, ein Gigant der Liedkunst, der deutschen Liedkunst. Und die beiden im Duett haben oder im Team haben den Opus für diese Schumann-Lieder-Einspielung jetzt kürzlich erhalten. Da freuen wir uns auch ganz besonders darauf. Beethoven und Bach spielt er. Okay, vielen Dank, meine Damen und Herren, fürs Kommen und war ein super Erfolg. Ganz toll.